Humus von nebenan, dem Podcast aus München. Heute aus dem Sub mit unserer nächsten Videofolge zu dem Thema Cruising. Und unsere Gäste sind der Raphael und der Alex. Servus. Servus. Hi. Servus. Servus. Hallo. Hi. Raphael, Alex, es geht ja heute um das Thema Cruising und das Thema SAG. Bevor wir da drauf einsteigen, wollt ihr mal so ein paar Sätze über euch sagen und vor allem natürlich auch, was ist eigentlich die SAG? Wir sprechen dauernd drüber in den Podcast-Folgen, aber so richtig erklärt haben wir es noch nie. Die SAG ist die Safety Aktionsgruppe. Das ist eine ehrenamtliche Gruppe vom SUB und von der AIDS-Hilfe. So ein bisschen die Besonderheit tatsächlich, weil wir eben von beiden Institutionen getragen werden auch. Und wir haben auch zwei Hauptamtliche, einmal eben von SUB und von der AIDS-Hilfe. Unser Hauptanliegen ist eigentlich, Safer Sex zu propagieren und für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist eigentlich so unser Hauptaspekt. Wir haben früher sehr viel in der Szene verteilt, eben so durch die Bars aufgezogen, haben unter anderem Kondome verteilt, aber natürlich nicht nur, also auch vieles anderes inzwischen. Es hat sich ja ein bisschen ausgeweitet, das Konzept oder auch die Schutzmöglichkeiten. Und generell geht es einfach viel um Aufklärung in erster Linie. Prävention auch. Prävention. Genau. Okay. Safer Sex. Also du meintest jetzt PrEP wahrscheinlich, ne? Was ich genau, genau. Habe, ja. Also Safer Sex Strategien, ja, zum einen die PrEP, eben Kondom auch und natürlich auch Schutz durch Therapie. Das sind ja so die drei Safer Sex Strategien, die wir propagieren und die wir einfach auch bekannt machen und wo wir gerne auch drüber aufklären, aber nicht nur. Also es geht natürlich generell um. Mhm. Auch um Sex Positivity, um Body Neutrality, das sind auch Dinge natürlich, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das will jetzt die AIDS-Hilfe ja alles auch, ne? Also was ist so der Unterschied zwischen, warum braucht es die SAG, wenn es schon die AIDS-Hilfe gibt? Ich glaube, weil wir nochmal einen direkteren Ansatz haben vielleicht unter Umständen. Also eben, wir sind halt wie gesagt wirklich sehr, sehr direkt in der Szene vertreten. Jetzt klar durch Corona natürlich war das alles auch ein bisschen bei uns Schwieriger, ja. Genau, so viel ist natürlich nicht ganz so möglich gewesen, aber ansonsten sind wir halt wirklich in den Szene-Clubs und Bars unterwegs und können halt die Leute direkt ansprechen und die Leute können uns direkt ansprechen vor allem auch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Und auch, es findet halt eben jetzt nicht unbedingt in den Räumen der AIDS-Hilfe oder des SUB statt, sondern halt eben in der Szene direkt. Genau. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen niederschwelligeres Angebot, würde ich jetzt mal sagen. Noch viel passender. Ne? Ich meine, also ihr seid da, ich erinnere mich immer, ihr habt dann ja immer diese T-Shirts an, kommt da so im Rudel an, ne? So ein Haufen schicke Männer und da will man ja eigentlich gar nicht mehr Nein sagen. Im besten Falle funktioniert das so, ja genau. Ansonsten ist Robin Ring natürlich auch gerne dabei oder Sabine Maultischle, die unterstützen dann so ein bisschen und bringen ein bisschen Glamour mit rein. Kennst du Robin? Entfernt kenne ich Robin. Okay. Also für genau. die es nicht wissen, wollte es nur gesagt haben. Mhm, genau. Genau, und so hat sich das einfach ein bisschen auch entwickelt. Und die SAG ist entstanden aus den Sittensträuchen. Also das war die Gruppe früher, oder wie hieß die Gruppe früher? Die SAG ist quasi die Nachfolgegruppe. Aber der Ansatz war früher schon der gleiche im Endeffekt. Die Sittensträuche haben natürlich früher ein bisschen mehr Gas gegeben. Also wenn man da so sich alte Videoausschnitte anschaut, die sind da schon ganz schön zugange gewesen. Also eure Flyer sind ja auch manchmal relativ deftig. Das heißt, das war nochmal eine Geschärfe. Ja, aber ich glaube... Die Videos, die ich gesehen habe, so von die 2000er, Ende 90er, was die da so gemacht haben, war schon ein bisschen krasser, wie wir das jetzt machen. Es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen in der Gruppe, finden sich halt immer so Leute, die verschiedene Interessen auch haben. Und früher war das, glaube ich, ein bisschen der Fokus mehr auch wirklich auf Schauspiel gelegt. Also wir haben dann auch gerne mal Theaterstücke aufgeführt und so weiter. Und bei uns ist es tatsächlich viel die Fotoaktionen. Das ist ja das, was wir jetzt auch aktuell gerade machen. Und das hat bei uns natürlich aber immer den Bezug zu unseren Themen. Also wir versuchen darüber natürlich auch immer die eben Safer-Sex-Strategien zu propagieren. Und wir machen zum Beispiel eben aber sehr viel über diese Fotoausstellungen auch. Und eigentlich der Hauptteil war ja eigentlich, das ist ja jetzt durch Corona eben weg gewesen, das eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, in die Clubs zu gehen und zu sagen, hey, was braucht ihr oder wie können wir euch helfen, habt ihr irgendwelche Fragen zu PrEP, Safer Sex Use, diese Geschichten, was eben uns dann so ein bisschen jetzt auch fehlt, weil das eben jetzt lange Zeit eben nicht mehr war und das war eigentlich so unsere Hauptaufgabe vor Corona, sage ich jetzt mal,
Und deswegen haben wir jetzt eben uns überlegt, eben das mit der Fotoausstellung zu machen, weil das eben auch ein bisschen an die Leute dann mehr rankommt. Ja. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass dann jetzt im Oktober, bald es dann wieder losgeht, auch, dass man wieder in die Clubs gehen kann. Das ist halt schon auch wichtig und das fehlt halt auch. Also im ersten Lockdown haben wir ja tatsächlich auch dann eben versucht, die Clubs und Bars halt ein bisschen zu pushen und haben da ja auch ein paar Videos dann auch gemacht für eben Instagram und Facebook und so weiter, um halt irgendwas zu machen auch. Ne? Und den Leuten auch zu helfen in den Clubs irgendwie, wie können wir euch promoten oder wie können wir euch helfen, dass wieder was, ein bisschen Leben da reinkommt, weil es war ja dann im ersten Lockdown echt schon ziemlich malig. Ja. Wir haben ja das Thema Cruising thematisiert ihr zurzeit. Wer kommt denn auf diese Themenideen, das zu machen? Also bekommt ihr die vorgegeben oder zerkrümelt euch selbst den Kopf und denkt, Cruising ist eigentlich ein Sommerthema? So wie als Gruppe eigentlich, also wir, oder? Ja, also das, auch, so, nee, das kommt immer aus der Gruppe. Also nicht einzelne Personen, sondern wir sprechen da viel, also uns ist die Gruppendynamik halt schon auch sehr wichtig und da wird dann drüber gesprochen und wird auch abgestimmt, wer findet es gut, wer nicht und so gehen wir da eigentlich vor. Ja. Und beim Thema Cruising muss man tatsächlich sagen, das war jetzt etwas, was auch vor Corona schon eigentlich begonnen hat. Also wir fotografieren jetzt auch schon relativ lange für die Ausstellung, die jetzt dann hoffentlich, also sie wird wohl stattfinden, aber dafür haben wir jetzt schon relativ lange Vorlauf gehabt. Normalerweise ist es eigentlich wirklich, dass wir einmal im Jahr eine Ausstellung haben und das halt dann eben so ein Jahr lang ungefähr grob vorbereiten. Und jetzt haben wir halt tatsächlich ein bisschen längeren Vorlauf gehabt. Ja, die ersten. Der Andi meinte ja gerade, eure Flyer sind ja auch schon sehr deftig und so. Ich meine, über die Fotos, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Fotos. Das war so ein Punkt, der kam mir fast ein bisschen zu kurz vorhin bei der Unterscheidung zur Aidshilfe. Ne? Ich meine, die Aidshilfe ist ja so ein ehrwürdiger Verein, ja, der auch ein gewisses Image hat. Und was ich bei euch sehe, ist, dass ihr verdammt viel mit dem Thema Sex spielt. Ne? Also auf den Flyern, diese Ausstellung, von der wir reden, die heißt zwar Cruising, aber wir haben vorhin so ein paar Bilder sehen dürfen, die sind ja schon, also man sieht ja schon Schwänze und so. Ne? Also das Thema Sex, es gibt ja häufiger mal auf Facebook oder hier im Subhing auch mal so ein Plakat, wo einfach nur groß drei Buchstaben standen, S-E-X. Und drunter stand, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Und dann kommt eigentlich die Botschaft, die man senden will. Das ist genau das, was ihr auch macht, oder? Ja, also das ist tatsächlich schon, glaube ich, mit der Aufhänger. Zum anderen muss man aber auch sagen, also der Alex Deek, der bei uns die Fotos macht, ist unser Fotograf in der SRG, der macht natürlich auch qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertige und tolle Fotos einfach. Das kommt natürlich noch mit dazu. Also das ist, zum einen ist das schon der Aspekt, einfach gute Fotografien zu machen. Und ich finde, das geht schon sehr einfach auch in den Artbereich. Ja, wollte ich gerade sagen, Kunst. Das muss man einfach mal so sagen auch. Und klar, natürlich nutzen wir das, um einfach auf unsere Botschaften auch aufmerksam zu machen damit. Mhm. Ganz klar. Natürlich. Und eben der Geschichte so ein bisschen treu zu bleiben, wie die Sittensträuche das früher gemacht haben, weil das ist ja letztendlich, sind wir die fortführende Gruppe sozusagen, dass man eben diesen, die haben ja auch sehr viel auf Sex gemacht, sage ich jetzt mal so, dass wir das auch so ein bisschen fortführen. Ja, beziehungsweise, ich meine, eben, du kannst dich natürlich auch hinstellen und kannst einfach sagen, so, also ihr müsst euch immer schon schön schützen, wenn ihr Sex habt, ja, aber wer will das hören und wen interessiert es? Also du musst ja schon irgendwas auch bringen, was die Leute da auch gerne interessiert und dann kannst du natürlich damit auch noch dann irgendeine Message verpacken. Und für die Fotos habt ihr euch dann nachts in den Park gelegt und überraschend Passanten fotografiert? Nee, gar nicht mal, aber das machen tatsächlich einige von der SRG auch, die sich dann auch vor der Kamera ablichten lassen und wir haben aber auch tatsächlich viele, viele Anfragen von Leuten, die da einfach gerne dabei sind. Also wir starten da schon auch immer Aufrufe. Mhm. Wir hatten ja zum Beispiel auch die 45-Grad-Ausstellung, wo relativ große Resonanz war. Also magst du zwei Worte sagen, was die 45-Grad-Ausstellung ist? 45 Grad, wer es nicht gesehen hat, was natürlich ein großer Fehler ist, aber sehr sehenswert. Das war sehr sehenswert, definitiv. Nee, da ging es tatsächlich einfach um Schwänze in erster Linie, die abgelichtet wurden. 45 Grad deswegen, weil alles, was über 45 Grad ist, ist eben Pornografie. Das ging nicht, deswegen bis 45 Grad. Und deswegen hieß die Ausstellung auch so. Und wir hatten aber auch schon genauso eben Asche und versuchen das dann aber halt eben immer auch mit unserer Botschaft hinzubekommen. Und euch schreiben Leute an und sagen, ich gehe da jetzt cruisen, wollt ihr nicht Fotos machen?
Das jetzt nicht unbedingt. Okay. Also wir haben jetzt nicht beim Cruisen tatsächlich abgelichtet, aber ja, es waren Leute, die halt gesagt haben, nee, sie wären da gerne dabei und sie würden sich da gerne als Model zur Verfügung stellen und hatten tatsächlich ein bisschen Mühe, das auch zeitlich alles unterzubringen, ja, weil da schon eine relativ große Resonanz da war. Ja. Ja. Und ich weiß noch, ich habe mit Alex die ersten Fotos gemacht an der Isar. Das war im März, also da war es schon ziemlich warm für dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, also das ist schon auch sehr zeitintensiv, dann die ganzen Leute dann, wenn sich viele Leute melden, das auch dann unterzubringen und das dann auch zu starten. Wo trifft man sich, wo macht man? Das ist dann natürlich dann auch was mit Wetterabhängigkeiten, wie steht die Sonne und solche Sachen, gewisse Uhrzeiten, also das ist alles, weil die Bilder ja dann auch vom Lichteffekt dann auch gut sein sollen. Ja. Das heißt, auf diesen Bildern stellt ihr so Szenen dar, die Cruising typisch sind oder sein könnten? Auch, ja, also dann geht es um die Plätze eigentlich. Ja, also es ist viel einfach in der freien Natur natürlich, viel auch an Plätzen, wo auch tatsächlich gecruised wird oder gecruised werden könnte oder vielleicht in Zukunft gecruised wird. Das vielleicht treten wir da auch was los, möglicherweise. nein, also das war schon der Aufwand. Genau. Okay. Ja. Dann sag doch nochmal für unsere Zuschauer, wann die das sich anschauen können. Wo? Ja, das wird hier im Sub stattfinden. Gott, jetzt habe ich das Datum gleich vergessen. Am 14. Oktober, meine ich, ich könnte es gleich nochmal einbringen. Ich habe mich jetzt auf dich verlassen. Hier nennen wir das jetzt auch nicht genau. Genau, super vorbereitet. Super. Genau, nein, es wird tatsächlich also Mitte Oktober bis Ende Oktober hier im Sub zu sehen sein. Und gibt auch voraussichtlich eine kleine Vernissage dazu. Mhm. Wie gesagt, auch das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von den aktuellen Bestimmungen, aber momentan sieht es ja so aus, dass das stattfinden kann. Und genau, da wird es zu sehen sein. Zumindest macht es einfach outdoor. Würde ja auch passen. Wäre grundsätzlich auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Dieses Jahr wird es keinen Kalender geben. Also ich erinnere mich, in den letzten Jahren gab es den Cruising-Kalender. Das ist noch nicht klar. Ist noch nicht klar, okay. Weil ich bin ziemlich sicher, dass da... Aber eigentlich... Also wir sprechen immer auch über neue Horizonte vorstoßen und eigentlich nicht das Gleiche machen, was wir letztes Jahr schon gemacht haben. Wir hatten auch schon mal dieses wunderschöne Memory-Spiel, das der eine oder andere vielleicht zu Hause hat. Also wir haben da schon grundsätzlich immer verschiedene Optionen und Ideen auch und müssen mal gucken, was wir davon umsetzen. Das Memory-Spiel mit den Schwänzen drauf. Ja, richtig. Was bei den Mädels auch sehr gut ankommt. Habt ihr jeweils aus der Ausstellung schon so ein Lieblingsbild? Und wenn ja, könnt ihr das so kurz umreißen, welches euch am besten gefällt? Ist tatsächlich, also vor allem dieses Mal echt schwer, weil wir haben da vorhin gerade drüber gesprochen, also es gibt so, wir haben inzwischen so viel Material und es sind so viele tolle Fotos einfach auch dabei, dass ich es eh schon so wahnsinnig schwierig finde, da überhaupt was zusammenzustellen. Ich meine, das Sub ist jetzt begrenzt von den Platzmöglichkeiten her, also von daher wird es eh schon sehr schwierig werden. Weil wir auch ich habe auch nicht alle gesehen, deswegen, weil wir sind ja nicht immer bei allen Sachen dabei, sondern immer nur teilweise, also wir haben da gewisse WhatsApp-Gruppen, wo man sich dann zusammenfindet und sagt, okay, da, passt bei dem, könnt ihr da, wie ist das Wetter, da. Also wie gesagt, ich habe ein paar persönliche Favorites, wo ich drauf bin, das ist das Einzige, aber so im Groben und Ganzen, das ganze Ausmaß haben wir selber noch nicht gesehen und deswegen freuen wir uns auch drauf, wenn die Ausstellung dann ist, dass man eben dann auch den Überraschungseffekt hat, so, boah, krass, und das Bild und das kenne ich gar nicht. Und das, also, ich finde vor allem tatsächlich auch sehr schön, weil das einfach sehr, also ich glaube, vor allem dieses Mal auch wirklich sehr, sehr divers ist. Also wir haben das schon auch in den anderen Ausstellungen gehabt, aber jetzt gerade dieses Mal, glaube ich, ist es noch diverser einfach. Ja. Und das finde ich schön, da einfach eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Typen auch einfach zu haben. Ja. Also auf der Webseite von dem Projekt steht zumindest als eine Intention auch das Vermitteln von Bodyneutralität. Da kam mir gleich die Frage, ist das so? Also wenn ich von bodyneutral rede, also gibt es auch verschiedene Körpertypen, auch welche, die vielleicht nicht innerhalb des Porno-Star-Ideals sind? Oder definitiv. Ja. Also wie gesagt, ich finde, es ist tatsächlich, man könnte wahrscheinlich immer noch mehr Diversität bringen und zeigen. Aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen an den einzelnen Leuten, die auch bereit sind, das vor die Kamera zu bringen. Aber wir haben, wie gesagt, also gerade dieses Mal schon da sehr guten Rücklauf gehabt. Tatsächlich, ja. Würde ich schon sagen. Und es sind ja jetzt nicht bei unseren Bildern nur irgendwie mega gestillte Typen drauf. Das sind halt ganz normale
sage ich jetzt mal, Menschen so, wie sie halt sind. Ja, Männer so, wie man sie auch und, im, genau, im Wald treffen würde. Das ist uns halt auch genau wichtig. Ja. Also wir möchten nicht hier irgendwie, ja, wir zeigen nur die Leute und die Leute. Nee, das gehört halt auch einfach dazu. Weil beim Cruisen, klar, sieht man auch beim Cruisen geile Typen, in Anführungszeichen, ja, die einen guten, gestillten Körper haben. Aber das ist ja auch für mich, ehrlich gesagt, gar nicht so. Nee, und vor allem geht es ja auch eigentlich wichtig, genau darum, dass ja auch genau, also ist nicht ausschließlich ein hochtrainierter Körper das einzige Ideal ist. Also das genau, muss man ja auch dazu sagen. Also es ist ja immer im Maurice betrachtet, es gibt ja viele, die eben auch einen ganz anderen Typus vielleicht ansprechend finden. Und ich finde es schön, wenn man da ein bisschen mehr zeigen kann. Ja. Auf der Webseite stand auch, dass die Message, die vermittelt werden sollte, und der erste Satz war, lebt euer sexuelles Verlangen frei und lustvoll aus. Ausrufezeichen, das habe ich nicht mit abgeschrieben, aber das ist ja quasi, das ist ja quasi eine Aufforderung, ein Aufruf zum Cruisen gehen. Nicht zwingend nur zum Cruisen, aber ja, klar, auch da. Aber wenn die Aktion Cruising heißt. Natürlich, ja, selbstverständlich. Nein, also ich finde das, ich persönlich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde das ein ganz, ganz elementarer Punkt, dass man, also einmal natürlich, wie man sich selber empfindet und sieht und eben wie man zu seiner eigenen Sexualität steht und natürlich auch, dass man die dementsprechend dann auch ausleben kann. Und für den einen oder anderen gehört da halt eben auch Cruisen dazu. Ja. Das ist nicht unbedingt was für jeden, aber... Wollte ich gerade sagen, also jeder im Smart mögen viele Leute nicht. Also ich habe durch Corona mir angeeignet und ich finde es super cool. Ich habe es vorher auch nicht so wirklich gemacht, aber durch Corona bin ich da wirklich, war das so mein Ding, meine Sexualität auch auszuleben, weil ja auch gewisse Clubs wie das Underground hatten ja zu, also Camp etc. etc. ist alles geschlossen und dann denkst du dir so, was mache ich denn jetzt? Geiles Wetter draußen? Okay, dann schauen wir mal, was im Park los ist. Also du hast den Eindruck, das ist eigentlich jetzt eher mehr geworden in der Pandemie? Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass da viele Leute auch Gefallen dran gefunden haben, eben das wieder für sich zu finden. Ja? Nee. Ich meine, es ist ja auch super geil. Ich meine, auch spontane Sachen, wenn das Wetter passt, du kannst cruisen gehen, musst keinen Eintritt bezahlen. Dein Getränk kannst du dir auch selbst mitnehmen, also je nachdem. Also ich habe mal nach Zahlen gesucht und habe eine Studie aus den 2007er Jahren gefunden für Deutschland und da stand, dass für Cruising in Parks und so weiter, das ist ungefähr 25%, ja, also einer von vieren sozusagen macht. Mhm. Ich war überrascht, ich hätte gedacht, das ist tatsächlich weniger, weil wenn man so mit Leuten so drüber spricht, die man nicht kennt, macht das ja anscheinend kaum jemand. Ne? Es hat schon irgendwie trotzdem noch irgendwo so ein gewisses Stigma. Naja gut, ich glaube, also der Grundaspekt von Cruisen ist ja schon so ein bisschen auch die Anonymität. Und von daher könnte ich mir jetzt vorstellen, dass viele vielleicht auch gar nicht so gerne darüber reden und vor allem auch nicht, dass man das jetzt unbedingt selber praktiziert. Also vielleicht möchte man das auch gerne so ein bisschen mehr unterm der Decke halten, sage ich jetzt mal. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also das würde zumindest auch Sinn machen. Es gibt auch viele, die nicht geoutet sind, die dann eben das machen, wo man dann eben auch mit den Leuten, also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, mit ins Gespräch kommt, ja, aber ich bin nicht geoutet und so Geschichten bekommt man eben dann auch mit. Das hat dann natürlich eine Art von Anonymität, ja. Dich erkennt keiner vielleicht, weil es dunkel ist. Solche Geschichten halt. Das ist schon für viele Leute auch wichtig, diese Anonymität zu bewahren und sagen, ich gehe jetzt hier zum Cruisen, ich spritze ab und dann bin ich wieder bei meiner Frau daheim. Ich meine, also wenn man über blöd den gesagt, so ein paar Jahre zurückgeht oder Jahrzehnte auch vielleicht zurückgeht, ne, dann ist das ja auch, dann war das ja der Hauptaspekt, warum Leute zum Cruisen gegangen sind, ne, weil man ja einfach sonst auch nicht so die Möglichkeit hatte. Ne. Es gab eben auch beispielsweise kein Underground, ja, oder es gab generell auch keine schwule Szene in der Form, wie sie heute gibt. Und dann fehlen natürlich diese Optionen und das sexuelle Verlangen oder der Sexualtrieb war ja trotzdem da. Und eben, wo lebe ich das dann aus? Ja, und dann gehe ich halt dahin. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieser Effekt auch tatsächlich durch Corona, dass wenn diese anderen Sachen auch wieder so ein bisschen eingeschränkt waren, dann verlagert sich das halt wieder mehr dahin. Genau. Was ich auch cool finde. Was ist, also wollen wir eigentlich mal beschreiben, was Cruisen ist oder wollen wir das voraussetzen, dass das schon jeder weiß? Also. Wir müssen es nicht tun. Also ja, grundsätzlich, ich meine, wie gesagt, ich denke mal, es gibt verschiedene
Führungen, wie das dann stattfindet, aber Cruisen an sich, so wie ich es definieren würde, geht halt im Endeffekt darum, auf die Jagd zu gehen nach Sex. Wie gesagt, Anonymität spielt eine Rolle und unter Umständen auch schneller Sex. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was so mit da reinspielt. Und vielleicht auch die Natur zu genießen. also ich habe da schon viele Sachen erlebt, wo du sagst, Mensch, heute ist irgendwie eine geile, warme Nacht und weiß ich nicht, das ist schon auch ein Feeling, was... Die Gesamtsituation genießen. Dieses Gesamtding, was ich für mich persönlich ansprechend finde, wenn du irgendwo cruisen bist und es ist warme Sommernacht und es ist einfach geil, in der Natur auch Sex zu haben, wie immer nur dieses in einem Club zu gehen und da halt rumzufippen. Ja, also das ist schon auch... Schon, ja. Er hat schon auch so, das sind alles so Nebeneffekte, die eben dadurch dann kommen. Ja. Und das finde ich schon eigentlich ganz cool. Es gibt auch Möglichkeiten, am See oder am Fluss zu cruisen. Ja. Genau. Also auch das ist ja etwas, was durchaus man dann auch mit einbauen kann und was vielleicht für den einen oder anderen auch reizvoll sein kann. Pupplinger Au ist super, landschaftlich mega gut, Isar und so. Ja. Also sehr schön gelegen, wenn du dann nebenbei noch cruisen gehen kannst, dann kannst du wieder in die Isar gehen, die Sonne scheint, du hast ein kühles Bierchen, eine Zigarette vielleicht, ist doch super geil. Kleiner Urlaub. Im Endeffekt ist es halt wie auf irgendeiner Dating-App, aber halt in real. Das ist nur so, wie ich es beschreiben. Man muss halt wissen, wo die Spots sind. Ne? Ja. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, dann gucke ich wahrscheinlich am besten im Internet nach. Oder also da findet man tatsächlich schon auch viele, viele Hinweise und viele Möglichkeiten. Man muss das dann immer vielleicht noch ein bisschen austesten und auch gucken, wie aktuell das dann jeweils noch ist. Aber ja. Ja, zu welchen Wochenenden und zu welchen Tageszeiten da was geht. Das wäre dann interessant, auch wie zum Beispiel eben solche Spots entstehen oder da wird es ja auch so eine gewisse Dynamik, wird es ja wohl schon geben. Es gibt ja dann auch immer wieder mal Störfaktoren, die wahrscheinlich auftreten. Ja, klar, also man muss natürlich immer auch bedenken, dass das ja immer so ein bisschen an der ich nenne es jetzt mal Legalität entlang schrammt. Also jemand, die Polizei kontrolliert natürlich gewisse Spots schon auch. Und es geht natürlich da in erster Linie immer um den Aufhänger, Erregung, öffentliche Ärgernisse. Also da muss man vielleicht immer ein bisschen auch drauf gucken und ein bisschen drauf achten. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, kann man das auch ganz gut umgehen. Ja, oder man muss halt schnell sein. Also dieses Thema Erregung öffentlichen Ärgernisses, da hatte ich dann jetzt im Vorfeld auch tatsächlich nachgeguckt. Das ist wirklich eine witzige Rechtslage, weil die Tatsache, sich da hinzustellen und dass damit jemand anders draußen Sex zu haben, in der Öffentlichkeit, ist per se nicht verboten. Das ist richtig, ja. Solange es niemanden stört, sich niemand belästigt fühlt. Diese Person kann dann sich beschweren und in diesem Moment ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses. Genau. Was aber keine Straftat ist, was bedeutet, dass die Polizei zwar sich drum kümmern kann, aber sie kann auch einfach eine mündliche Verwarnung aussprechen und das war's. Ne? Das heißt, es ist eigentlich, im Prinzip ist es total schwammig, es ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze sozusagen. Also wenn es keiner sieht, dann passiert, dann ist es nicht so. Und Das liegt auch ein bisschen im Ermessen der Polizeibeamten. Das liegt im Ermessen der Polizeibeamten. Also können sagen, ich mache mir keine Arbeit, schönen Abend. Oder er schreibt halt was auf und dann wird es halt ein bisschen ernster. Du hast ja was rausgefunden wegen irgendwelchen Zahlen, glaube ich. Ach so, genau. Die hatte ich jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube mich zu erinnern, dass im Jahr 2018, also die Anzeigen für Erregung öffentlichen Ärgernisses in Deutschland 2018 waren 260 Leute. Das ist nicht viel. Ne? Ich hätte tatsächlich mehr erwartet, wenn man sich überlegt, wie viel Sex wo passiert, auch mal draußen. Aber man könnte sich in Berlin an einem Abend merken übrigens. Ja, aber wenn man trotzdem ist die Polizei ja irgendwie viel vor Ort. Ja, und ich glaube, dass es auch viel eben damit zu tun hat, dass diese Orte, die wir gerade beschrieben haben, wo man sich zum Sex treffen kann, natürlich auch für andere Leute attraktiv sind, die beispielsweise Drogen verkaufen wollen. Ja, also ich glaube, das kommt immer tatsächlich darauf an, wo das stattfindet. Es gibt eben auch Orte, die natürlich auch relativ zentral sind oder zugänglich sind und wo natürlich dann auch die Möglichkeit oder die Chance, dass Leute da sind, die jetzt nicht da sind, um Sex zu haben, eben, sondern für irgendwelche anderen Geschichten oder auch tatsächlich sich dann da gestört fühlen könnten, das gibt es natürlich dann da auch. Und dann wird da, denke ich mal, auch die Gefahr natürlich größer sein, dass man mal auch in eine Polizeikontrolle kommen könnte. Ja. Also wo es kürzlich ziemlich heftig war im vorderen Teil vom Englischen Garten, also hinterm Haus der Kunst, da waren ja immer diese großen Schlägereien auf die Monopteris-Wiese oder irgendwie sowas, da war ja teilweise irre viel Polizei, gar nicht wegen
den Menschen, die da öffentlich rumvögeln, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, ne, sondern eigentlich wegen den anderen. Ja, ja. Während der Lockdowns war. Aber das störte natürlich den anderen Betrieb erheblich, und zwar wirklich erheblich, weil da irgendwie so eine Hundeschaft der Polizei unterwegs war. Ist natürlich überall rumgelaufen. Ja, ja. In dem Park, der hier im Zentrum ist, da wo eine Klinik um die Ecke steht, da wird halt auch gern dieses Drogendealen vorne gestattet. Das weiß ich nicht. Kann natürlich sein, aber der hat schon gesagt, meistens sind so Orte, die relativ gut, easy, zentral erreichbar sind. Also da jetzt irgendwie die Kilometer rauslaufen und mit dem Fahrrad fahren, nachts macht halt keiner. Das muss halt gut erreichbar sein. Das macht diese Spots dann aus. Ja, aber das mit der Drogengeschichte, das habe ich noch nie mitbekommen. Ich bin viel unterwegs gewesen, aber das habe ich noch nie mitbekommen. Ja, das hängt wahrscheinlich wirklich so im Ort zusammen. Wie ist denn das? Du hattest gerade gesagt, da kann es einem schon passieren, dass man dann von der Polizei kontrolliert wird. Ist euch das schon mal passiert? Dass ihr eine Polizeikontrolle gemacht habt? Also mir ist tatsächlich noch nicht. Nee, mir auch nicht. Auch nicht. Ich habe immer, also Englischer Garten ist ein Thema, da weißt du schon, okay, wenn das... Du siehst es ja auch, wenn das Auto, also wenn ein Auto, die fahren ja mit den Autos da durch, wenn du siehst halt die Scheinwerfer, dann denkst du dir so, okay, gut, zieh ich mal die Hose vielleicht lieber hoch, gell, wäre vielleicht mehr gescheiter. Ich meine, aber was sollen sie dann, ja? Also ich meine, wenn ich die Hose hochgezogen habe, dann können sie mich gerne kontrollieren. Ich habe ja alles dabei, Ausweis oder sonstige Geschichten. Ich meine, ich bin halt im Englischen Garten, das wollen sie machen. Ich meine, 50.000 Jugendliche, die da kiffen im Englischen Garten, man riecht es ja auch, die sind da auch so. Das heißt, eigentlich können sie mir nichts, ja. Du würdest da auch sagen, also wenn das mal passiert, dann locker bleiben, gucken, ja, dass die Hose schnell wieder. Ich meine, was wollen sie dir machen? Sie können dir rechtlich nichts machen. Also, genau. Die können dich höchstens kontrollieren, ob du Drogen dabei hast, in Anführungszeichen, aber wenn ich ja keine dabei habe, dann bin ich ja fein raus aus der Sache. Oder ich habe sie schon vorher genommen. Das machen die Beamten auch sehr unterschiedlich. Ich habe das auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Es gibt die Polizeibeamten, die dann fragen, was machen sie hier nachts um 2 Uhr oder irgendwie so, dass alle spazieren gehen. Die Polizeibeamten wissen, was da abgeht in aller Regel und ich auch, das wäre ich nicht da. Genau. Dann ist es so ein bisschen, naja, halt, man spricht halt nicht drüber, man weiß es. Aber es gibt dann auch eben Polizeimenschen, die auseinandernehmen. Wie bei der Verkehrskontrolle halt auch, die wollen jede Ritze im Rucksack kontrollieren oder irgendwie so, warum haben sie Bier dabei? Oder einmal war ich im Winter da, habe ich nur ein Glas Glühwein dabei gehabt. Ne? Naja, es ist... Sag ich, ja, vielleicht hat der was drin. Ne? Ja, dann verkaufe ich hier. Sowas gibt es dann halt ja schon auch. Wenn dann die Leute es wegrennen anfangen, ja, ist schwierig, dann ist es schwierig. Dann zünden natürlich, dann riechen die Polizeibeamten, da hat was. Und dann nehmen sie die Verfolgung auf. Das habe ich auch schon erlebt, wo ich sage den Leuten, nicht wegrennen. Wir setzen uns jetzt hier hin, trinken zusammen in Ruhe ein, labern ein bisschen. Ich bin der Curtis, da sagt er seinen Namen. Und dann ist es in der Regel so, wenn man ganz schön sitzen bleibt, ob es erlaubt oder nicht erlaubt ist, da fahren die Polizeibeamten oder sie laufen vorbei, habt ihr auch schon zu Fuß erlebt, dann stören die sich da gar nicht oder sagen sie, bitte gehen sie weiter oder irgendwie so. Aber wenn du das Rennen anfängst, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Man muss ja auch vielleicht dazu sagen, also ich brauche keine Angst vor denen zu haben. Ne? Nee, weil die können Polizei ja auch. Die Polizei muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Also das muss man ja auch sagen. Also, ja. Genau. Also es gibt ja durchaus schon, also ich will jetzt auch keine große Angst verbreiten, aber ich finde schon, dass gerade jetzt in so abgelegeneren oder noch abgeschiedeneren Orten, muss man ja trotzdem vielleicht auch so ein bisschen gucken, ne, was so um einen rum passiert. Ja, und kann natürlich auch mal im blödsten Fall passieren, dass da irgendjemand unterwegs ist, der jetzt nicht unbedingt auf Sex aus ist, sondern was anderes möchte. Ja. Und von daher, ja, schadet es vielleicht auch manchmal gar nicht, wenn da so ein bisschen Polizeipräsenz irgendwo mal in der Gegend ist, ne, unter Umständen. Ja. Ja. Brauche ich jetzt beim Gruß im Prinzip halt auch nicht, aber... Ja, also ich will damit mal ausdrücken, das muss nicht immer nur was Schlimmes sein und es muss auch nicht immer nur Schikane sein. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kommt immer sehr auf die einzelne Person natürlich auch drauf an und wie die halt gerade drauf sind. Also mir ist es bei der Polizeikontrolle beim Auto auch schon mal passiert, dass die halt rein aus Schikane mich dann mit auf die Polizeiwache genommen haben und alles gemacht haben, was es so gibt. Ja, weil sie halt gerade langweilig war, was weiß ich. Ist mir auch schon passiert. Genau. Aber so wichtig ist es, die nicht anzustiften, dass sie... geil werden und polizeiliche aber letztendlich, wenn es blöd läuft, wenn du ein Käppi auf hast, einen Rucksack an hast, bist du der potenzielle Kandidat. Genau. Ist mir schon persönlich passiert, am Goetheplatz wirst du rausgezogen, ja, sie haben doch Drogen dabei. Ja? Also es gibt, sag jetzt mal, Arschloch-Polizisten, es gibt aber auch Polizisten, die ganz normal sind. Ja? Und ich musste mich da auch am Goetheplatz ausziehen, die Schuhe ausziehen, weil sie gemeint haben, ich habe Drogen dabei. Und dann habe ich gesagt, was soll das hier, warum muss ich mich auf dem öffentlichen Platz...
ausziehen. Ja, wenn das, wir können Sie auch mit auf die Wache nehmen, da dauert es halt 2 Stunden. Ja, also so ein bisschen gerne. Arschlochmäßig. Ja. Immer, es gibt ja immer einen netten Bullen und einen guten Bullen, ja, und dann sind sie immer zu zweit. Und ich meine, sollen sie ihr Ding machen, aber ich finde es manchmal ein bisschen, aber das ist jetzt eben nicht beim Cruisen vorgefallen, ja, sondern generell eben, wenn du ein gewisses Outfit anhast, fällst du in ein Beuteraster, ja, wo sie dich halt dann kontrollieren. Es gibt halt auch mal der was Manager so mit dem Aktenkoffer wird halt seltener mal zerlegt, wobei genau, sie da wahrscheinlich öfter fündig würden. Aber wenn der vielleicht auch 5 Kilo Koks in seinem Täschchen drin hat, ne? Also es gab früher mal, gab es so Cruising-Sets, da waren 2 Kondome drin, Bleigel und eine Trillerpfeife, um in einer Notsituation auch sich aufmerksam zu machen, was gab es früher. Immer mal auch so gewalttätige Übergriffe halten, da muss man ehrlicherweise sagen, wie oft es sowas heute gibt im Cruising-Bereich, weiß ich nicht, da habe ich keine Zahlen zu. Aber es gibt immer mal wieder zumindest dumme Sprüche oder Anmachereien oder auch Taschendiebe, gerade das großen Volksfesten, die im September stattfinden, wo dann ja auch gerne mal ein bisschen Cruisy sein kann, da merkt man dann schon, dass die Leute sehr, einen sehr klammern und umarmen oder irgendwie sowas und dann auch körperlich werden. Ja. Und zwar nicht in dem Sinne, wie wir uns wünschen. Also von daher immer ein Auge aufhalten und wenn jemand Hilfe braucht, auch helfen gehen. Also das wäre auch an der Stelle nochmal ganz wichtig. Ne? Vielleicht tatsächlich können wir auch nochmal auf Strong hinweisen, die Gruppe hier auf dem Sub. Also auch da sollte man sich vielleicht dann auch hinwenden, wenn man sowas erfahren hat im Nachhinein, dass man das einfach auch meldet, dass es halt auch einfach in irgendwelchen Statistiken mal auftaucht. Ja. Was ist Strong? Strong ist hier im Sub eine Stelle hier, wo man eben die Möglichkeit hat, Übergriffe auch zu melden, ja, und sich hinzuwenden und auch Hilfe zu bekommen. Und das wäre durchaus, glaube ich, auch in diesen, also gerade auch in diesen, ja, Situationen durchaus angebracht. Weil, wie gesagt, also wo taucht das sonst auf? Mhm. Wenn ich es nicht anzeige, wenn ich das nicht publik mache, dann existiert es nicht im Endeffekt. Das ist, dazu wollte ich dir nämlich auch die Frage stellen oder das zumindest auch erzählen. Es gab vor einigen Wochen gab es einen Bericht auf quer.de, habe ich ihn zumindest zum ersten Mal gelesen, über ein Cruising-Gebiet in den Niederlanden, in dem über längere Zeit hinweg Jugendliche die Schwulen beim Cruisen terrorisiert haben, mit Eisenstangen geschlagen haben, Reifen aufgestochen haben und so weiter. Und das ging deswegen so lange, weil natürlich die Opfer es nicht gewagt haben, sich zu offenbaren, weil was sie getan haben, aus ihrer Perspektive etwas war, für das sie sich geschämt haben. Mhm. Da kann man, glaube ich, sagen, Strong wäre eine Anlaufstelle. Ich würde es verstehen, wenn man nicht zur Polizei gehen möchte, aber auch die Polizei, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, hat eigentlich keinen Grund, etwas zu tun, sondern nur im Prinzip, wenn es zu einer Anzeige kommt wegen Belästigung. Ja. Ja, das heißt, es wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, wenn einem das passiert, das nicht einfach wegzutun, im schlimmsten Fall noch zu sagen, habe ich verdient, weil ich war cruisen, sondern da auch wirklich sich als Opfer einer Straftat zu sehen und auch etwas dagegen zu tun. Und wenn es nur deswegen ist, damit es statistisch auffällt und dem Ganzen Einhalt geboten wird, weil das ist jetzt auch bei diesem Fall in den Niederlanden, in diesem Cruising-Gebiet passiert, da haben sie eine Gruppe von ein paar Kindern im Alter von 17 bis 18 gefunden, die halt aus Spaß Schwulen geklatscht haben. Und gerade in diesem Kontext eben kann Strong halt vielleicht eben der einfachere Weg sein, ne, als jetzt anstatt zur Polizei zu gehen, ja, im ersten Step. Und deswegen ist es durchaus etwas, was man einfach nur, ja, publik machen, propagieren kann, dass die Leute das einfach auch wissen, dass es das gibt und dass man das machen kann. Grundsätzlich natürlich nicht nur dafür, also generell, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise belästigt werde, sei es verbal oder auch körperlich, dann ist es immer eigentlich eine gute erste Anlaufstelle. Aber wie gesagt, wenn man cruisen geht, muss man sich dessen schon auch bewusst sein. Das muss man mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Was könnte passieren? Auf was muss ich vielleicht mal so ein bisschen vorbereiten? Also nicht, dass man dann keinen Bock mehr hat, aber ein bisschen einfach auch da gucken, was in meinem Rum passiert. Genau, was passiert und einfach da ein bisschen einfach aufzupassen auch. Einfach, genau. Gut, das ist jetzt auch, möchte ich mal wieder zum Thema, eigentlichen Thema Cruisen auch zurückführen. Es ist ja kein Phänomen, das über Nacht entstanden ist. Wie lange gibt es das denn vielleicht insgesamt schon oder wie lange gibt es das denn in München? Sind da irgendwelche historischen Feinheiten bekannt, über die man berichten kann? Also ich weiß von einem älteren schwulen Herren, der in den 70ern so unser Alter war vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, dass
früher im Stachus in den öffentlichen Toiletten sehr stark gecruised worden ist. Da musste man eben noch das Geld reinstecken und da ging das da mittags schon los irgendwie. Dann konntest du dich halt mit jemand anders dann in die Toilette rein, hast halt das Geld reingesteckt und dann warst du halt da, warst du halt allein und das wurde auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit toleriert. Also die Öffentlichkeit wusste das, dass das da ist und man hat es so ein bisschen, man hat es auch so, glaube ich, toleriert, ja, so wie er mir das erzählt hat schon. Dann weiß ich noch, dass es in Giesing beim Ostfriedhof gab es früher öffentliche Toiletten, dass man da auch gecruised hat. Die gibt es natürlich jetzt schon lange nicht mehr. Das weiß ich auch, das hat er mir auch erzählt und ich glaube, Englischen Garten, das gab es schon immer. Das Fräulein Grüneis war das, was das heute Fräulein Grüneis ist. Ja. Das war ja mal so ein altes Klo, das war ein sehr bekannter Cruising-Ort. Da kannte ich auch einen älteren Herrn. Das sagte, waren die Sommermonaten, waren da 300 bis 400 Leute. Die auf der rechten Seite standen, waren passiv, die auf der linken Seite standen, waren aktiv. Und dann ging es los. Sehr schön. Da gab es noch keine Laternen, da war es dann echt cruisy. Mittlerweile ist ja alles beleuchtet und das Kuchen ist mit seiner Sonnenbrille teilweise auf. Ich war doch nicht geblendet zu werden. Also ich zumindest, weil ich so groß bin, das ist echt hässlich. Darum nicht immer, aber Spaß beiseite. Was es aber auch noch gab, das habe ich mal in einer kleinen Bar mit der Bartour erfahren. Wie heißt hier mal die kleine Bar, wo wir drin waren? Vergessen, egal. Es war auch ein älterer Herr, der war bestimmt an die 80 oder irgendwie so. Und der hat mir gesagt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, da wo jetzt das Camp drin ist, das war ausgebombt. Und da war unten im Keller ein Cruising-Pond. Krass, okay. Da kann ich nicht so viel sagen. Bestimmt weiß ich natürlich nicht, das hat er mir das zu erfinden, ist auch schwierig jetzt. Und dann gab es natürlich, den Ochsen gibt es ja auch schon relativ lange. Wenn man Rudi Sedlmayr denkt oder irgendwie sowas, wo der unterwegs war und so, ne? Also du scheinst einige Orte schon wieder gegeben zu haben. Es gibt sogar einen zum Beispiel. Denkmal. Wollte ich gerade sagen. Also. Genau. Ich glaube, den Scheidplatz gab es auch schon früher. Also das hat man da, ist es auch, weil die Toiletten ja auch öffentlich waren und dann das Bergerl da hoch. Das gibt es bestimmt auch schon seit den 60er, 70er Jahren. Genau. Also da, die Geschichte kenne ich auch. Ja. Und da gab es bestimmt noch viele andere Sachen. Man müsste mal so ältere Menschen fragen. Also mir fallen jetzt bloß gerade die Sachen ein. Ist mir so im Kopf geblieben. Also generell, glaube ich, gab es halt früher natürlich einfach noch viel mehr Plätze auch und viel mehr Orte, weil der Bedarf natürlich auch einfach größer war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen verändert. Ne? Also das Digitale hat dann natürlich viel verändert. Ne? Also wenn ich natürlich über verschiedenste Apps und Plattformen im Endeffekt das Gleiche erreichen kann oder ähnlich, dann ist es natürlich der bequemere Weg. Dann brauche ich das Cruisen in dem Sinne natürlich so nicht mehr. Und auch wenn ich natürlich auch viel, viel einfacher dazu stehen kann und damit leben kann und auch geoutet sein kann, ja, was ja heute auch einfach mehr möglich ist, als es früher war. Ja. Das wollte ich gerade sagen, also in den 80ern, dass so die schwulen Clubs entstanden worden sind, gerade bei London, da war irgendwie der erste Schwule und in Paris der erste Schwulenladen, 1700 irgendwie sowas, ne? Wenn ich es richtig recherchiert habe, wo das toleriert worden ist. Und wenn man in unsere Zeit denkt, 80er, 90er Jahre, wo schon die schwulen Clubs entstanden sind und dann so ein bisschen dann die Digitalisierung, das hat das sicherlich viel weggenommen und dann das politische, gesellschaftliche noch, dass man sich zunehmend trauen kann, zu seiner Sexualität zu stehen. Das hat ja auch so viel dieser Klappensex oder diese Sex in den Parkhäusern oder Autobahnparkplätzen, was es heute immer noch gibt, aber früher halt sehr, sehr offen, sehr, sehr viel, war natürlich daran begründet, dass die Leute keine andere Möglichkeit hatten. Ja. Was ich auch witzig finde, es ist jetzt nicht so ein Phänomen, dass es nur in München gibt. Also ihr Lieben, wenn ihr da irgendwie in so mittelgroßen Kleinstädten unterwegs seid, ich kenne von sehr guten Freunden von mir, die haben ihr Liebesglück bis zum heutigen Tage damals im Stadtpark gefunden. Also auch da ist man auch des Nächtens wandern gegangen und egal, ob es kleine Klitschendörfchen sind, Studentenstädte, es gibt immer irgendwo einen Park, wo man einfach mal lang genug auf einer Bank sitzen sollte und sich die Leute anschauen sollte, die so vorbeikommen. Irgendwann packt das schon den Schwanz aus. Ich glaube auch das vielleicht. Dieses Phänomen Grusel, ich glaube das, oder ich glaube nicht. Also ich habe gestern in meiner 10-minütigen Wikipedia-Recherche gelesen, dass die erste schriftliche Erwähnung, die man gefunden hat, 1000 vor Christus war, wo dann eben auch
Orte beschrieben wurden, wie beispielsweise der Marktplatz oder der Tempel, wo Männer sich treffen konnten. Also ich glaube, wie viele Dinge ist das wahrscheinlich eins dieser Dinge, die es immer dann gab, wenn es Menschen gab und es eben einfach keinen schwulen Heiratsmarkt gab. Mhm. Also in der heterosexuellen Welt gibt es ganz in jeder Gesellschaft immer ganz klare Konventionen, wie kommt Männlein zu Weiblein. Mhm. Die gab es bei den Schwulen halt nicht. Ja, und bei den Männern, die auf Männer stehen, aber mit einer Frau verheiratet sind, schon mal gar nicht. Ja, von daher ist das natürlich kein Überraschend. Ne? Das, was ich im Rahmen auch sehr lustig finde, ist, es war auch schon seit jeher irgendwie gang und gäbe, in Saunen oder in Hammams sich zu treffen. Ja. Und da war das halt dann auch gesellschaftlich in Ordnung. Also auch wenn die restliche Gesellschaft drumherum gesagt hat, das kann nicht existieren, da passierte das halt. Und dann hat man einfach nicht drüber gesprochen, weil es war ja dampfig und neblig und dann. Ja, genau. Beziehungsweise, ich meine, je nach Zeit und je nach Gesellschaftsform auch, war es wahrscheinlich dann ja auch für die Leute selber, die das praktiziert haben, hatte das ja nichts mit schwulem Sex zu tun. Ja, genau, war es auch nicht mal als das definiert. Genau. Das ist ja noch spannender teilweise. Ja, ja. Genau. Jetzt haben wir ja gerade so gesagt, okay, wo schwule Männer sind und es gibt wahrscheinlich Cruising, weil es keine Alternativen gibt, Leute oder Sex zu bekommen in ganz vielen Fällen. Das haben wir auch gerade gesagt, das ist heute aber eigentlich anders. Heute gibt es Geromeo, heute gibt es coole Kneipen. Und trotzdem gibt es ja immer noch Cruising. Ja, es wird weniger, okay, aber irgendwie scheint es das ja stabil zu geben oder sogar wieder zuzunehmen. Ja. Ich glaube, das hat zwei Aspekte, könnte ich mir vorstellen. Also zum einen gibt es ja eben immer noch auch schwule Männer, die eben vielleicht nicht geoutet sind oder nicht in allen Bereichen geoutet sind und deswegen eher dann in diesen Bereich gehen, um ihre sexuelle Befriedigung zu erlangen. Und wenn ich jetzt für mich selber sprechen kann, ich finde, dass eben beim Cruisen das ja auch nochmal ein ganz spezieller Aspekt und Reiz auch einfach dabei ist, den ich jetzt über eben beispielsweise eine digitale Plattform so ja nicht erreichen kann unbedingt. Ja. Also gerade dieses eben durch die Gegend schleichen und abchecken gegenseitig und über einfach auch viel über Blickkontakt gucken, na, könnte da was gehen. Und na, also das ist ja schon so ein ganz eigenes Ding einfach. Und ich glaube, dass es einfach einige gibt, die das sexuell ansprechend finden und die da ihre Lust auch rausziehen können. Ich glaube sogar auch, dass einige zum Cruising gehen, Outdoor, weil sich vielleicht noch nicht trauen, in einen schwulen Club zu gehen. Also ich kenne es ja von mir selber auch, dass ich in mein erstes schwules Lokal alleine reingegangen bin. Das hat ewig gedauert. Mhm. Und Outdoor irgendwo ganz unverfänglich mal spazieren zu gehen, auch wenn es irgendwann nachts ist oder irgendwie sowas, das traut man sich halt. Ne? Ja. Und wenn da irgendwann stellt man dann fest, ne, man läuft mal so ein bisschen rum. Könnt ihr dann beschreiben, wie das schon alles so funktioniert? Weil man geht ja nicht hin und fragt ficken, sondern dann, das läuft ja dann ein bisschen diskreter und spielerischer ab. Ist jedenfalls zwar. Je nachdem, wie man sich positioniert. Genau. Es gibt schon auch ganz eindeutige Angebote. Genau. So, da gibt es quasi richtige Codes und irgendwelche. Naja, was heißt Codes? Ich meine, ein Seminar für machen. Wenn auf der Tischtennisplatte einer da liegt und dir seinen Arsch anbietet, dann weißt du ja eigentlich, was los ist. Ne? Was denn? du hattest im Vorgespräch Spenken gemacht, du überlegst sogar, ob du nicht sowas wie eine Cruising-Führung mal aufsetzt. Ich fände es eigentlich, mir ist es letztes Jahr in der Corona-Zeit gekommen, ich hatte da so 3-4 Outdoor-Menschen, die das auch Spaß dran haben, um das mal einfach zu starten. Die Woche ist man, also wenn es kann es natürlich in Sommermonaten, was natürlich super ist, dann ist man mal da und dann ist man mal dort, um einfach mal auszutesten, wie ist es da oder vielleicht einmal an Orte zu fahren, die irgendwo stehen, wo die schon ewig alt sind, wo vielleicht gar keiner mehr hingeht, um trotzdem mal die Location auszuchecken. Was ist da? Ist es da geil? Oder weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, es hat ja auch was Historisches, also irgendwie, um zu gucken, okay, in den 70ern war da und da, vielleicht können wir da mal hinfahren, vielleicht ist da dann noch was oder keine Ahnung, das finde ich schon ganz interessant. Ich finde, wir haben ja auch eine Geschichte in München irgendwie. Wenn ich da so an die 70er Jahre denke, da ist schon auch viel in München. Ich sage immer so, für mich ist das immer so, in den 70er waren München das, was jetzt Berlin ist. Ja? Also hier hat sich ja viel abgespielt. Ja? In Berlin war ja nichts, weil da war ja die Grenze, die Mauer und da ist, Aber es ist ja nicht so, dass wir im Großen gerade die Ärsche auf der Tischtennisplatte halten. Also ich kenne es. Nee. Das Szenario kenne ich auch und auch nicht zu wenig, gar keine Frage. Aber für die Zuschauer zu Hause oder die Zuhörer, wie läuft das denn klassisch ab?
Also wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, es ist viel tatsächlich einfach dieses, na, sich bewegen und umherlaufen und eben viel über Blickkontakt erstmal, denke ich. Also hinterher gucken und genau, und gucken, ist da auch abzuchecken, was geht, oder ist man, kann man sich riechen, oder also ich, für mich persönlich ist es immer so, ich gehe auf die Jagd, das ist immer so in meinem Kopf, das ist auch so ein Instinkt, den ja Männer auch haben, glaube ich, sage ich jetzt mal so. Und es ist ja immer so ein Gefühl für mich, so innerlich, ach geil, was passiert heute? Was schleppst du denn heute ab? Oder finde, ja, ist ja auch immer so eine Surprise, wenn du dann da reinlangst und du denkst so, oh, das ist aber ganz schön groß. Oder manchmal auch so ein, naja, okay, ist jetzt nicht so, aber da kann man schon auch ganz nette Überraschungen erleben. Oder auch nicht, ja. Kann aber das auch ist mal immer so, kommen, wenn nichts passiert. Ne? Genau, es gibt auch manche Tage, wo du denkst, ja, scheiße, heute ist nichts los hier. Und dann fahren wir halt weiter zum nächsten, gell? Ganzer Wald voll Dosen. Gab es da mal einen Abend, wo du nicht abgeschmissen hast? Doch, gab es schon auch. Okay. Also war nicht immer erfolgreich. Nee, ist nicht immer erfolgreich. Oder einmal ist halt derjenige nicht gut gespielt, dann ist halt auch scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das kann dir alles passieren. Schön, wenn da fließendes Wasser in der Nähe. Dann, ja. dann das ist halt dann beim Fußball, das sind halt die Sachen, die wo dann manchmal halt nicht so gut, nicht so schön sind. Ja, aber das gibt es ja auch. Aber das kann nicht immer alles super toll sein, ja. Das kann dir auch gar nicht. Aber ich finde halt einfach, das ist halt so, man geht dahin und dann musst du irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen auch ein Feeling dafür haben. Und dann guckst du schon irgendwie, was geht nicht. Wird man sich warm miteinander oder nicht? Und manchmal gibt es halt so, ah, den finde ich geil, aber der geht halt weiter, weil er arrogant ist oder keinen Bock oder weil ich halt nicht sein Typ bin. Ja, kann natürlich auch sein. Also das finde ich halt auch das besonders Interessante. Du kannst mal, also gerade wenn man sich auf Online-Plattformen denkt, ach, den schreibe ich gar nicht erst an, der will sowieso nichts von mir. Das kann sich im Park dann als ganz anders herausstellen und plötzlich hängt genau der Typ irgendwie über dir und sagt, no, und jetzt? Genau. Oder du kennst den Typen schon und der schaut dich normalerweise mit dem Arsch nicht an und dann auf einmal im Park, weil er so fickrig ist, ach komm, fick mich jetzt einfach. Und du denkst so, ja klar, gerne, warum nicht? Habe ich ja schon 3 Jahre drauf gewartet. Also, das passiert auch. Also, das habe ich schon persönlich erlebt. Und dann erlebt, ist es Jagd ins erfüllt. Und dann denkst du dir so, yeah, Haken und ciao. Und das rede ich nach Hause. Wunderbar. Also, ist natürlich klar, ich bin jetzt nicht da zum Kaffee trinken und zum Kuchen essen. Ich bin da, um Sex zu haben, ja. Gibt natürlich auch viele Leute, die sich da irgendwie dahingehen und du denkst dir so, naja. Aber weniger labern, ist halt jeder ist halt anders als Typ, ja. Also, deswegen kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Definitiv. Oder schaust du auch gerne bei Leuten beim Ficken zu. Oder lässt dir gerne zuschauen. Oder vielleicht ergibt sich dann auch mal halt eine Gruppenaction, ja, die dann natürlich auch viel leichter entsteht, als jetzt eben, wenn ich das vorher irgendwie organisieren muss. Ja, und erstmal die entsprechenden Leute dann auch irgendwie alle zusammen über eine Doodle dann vielleicht irgendwie zusammenbringen. Oder wie das dann genau ablaufen soll. Es gibt ja Menschen, die wollen dann genau wissen, wie der Sex abläuft. Da ist es halt nicht so, ja, weil da kann ich kein Drehbuch vorher schreiben. Also der Vorteil, also der Unterschied zu quasi an der Fleischtheke bestellen, also Romeo und Grindr, ist sozusagen, dass man eher einem Jagdinstinkt nachgeht. Also Unterschied hier Fleisch an der Theke kaufen oder selber jagen. Das hast du gerade noch beschrieben. Du hast gewisse soziale Situationen entstehen gar nicht, ja, sondern da kann man immer sagen, nee, die gefällt mir nicht und ich laufe weiter, weil ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Kommt ja bei dir auch gleich der Nächste, also es ist auch sozial anders. Ja. Man kann es sehr reduzieren dann eben auf den Sex dann auch. Okay. Das heißt, es ist leichter, es ist also sozial leichter irgendwie und man kann vielleicht auch schlechter enttäuscht werden, weil es ist ja einfach nur einer, der vorbeigeht. Also es ist, und man kann dann immer noch weiter jagen. Im Gegensatz zu, ich habe mir jetzt ein Date bestellt beispielsweise und stelle fest, das funktioniert jetzt gar nicht. Mhm. Das ist ja Schaden für den Abend. Genau das, ja. Und was auch noch ein cooler Nebeneffekt ist, manchmal lernt man echt Leute kennen, wo dann nach Freundschaften draus werden. Also das gibt's auch. Also das ist halt das kann alles passieren, es kann aber auch gar nichts passieren. Und das ist halt das, was ich cool finde an der ganzen Sache. Du kannst auch Leute finden, Freunde, also das gibt's auch. Oder Fuckbuddies, wo du dich öfter triffst. Also es ist halt einfach, sollte jeder selbst austesten. Aber man muss natürlich auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die da sagen, nee, das ist halt überhaupt nicht meins. Und das ist halt dann so. Ich finde das auch völlig legitim. Das muss ja auch nicht jedem Spaß machen.
Also eben gerade das. Und es muss auch nicht jeder drüber auch reden, ja. Also das ist, das wenn das jemand anonym machen will, dann sollte er das bitte gerne. Genau. Es ist um Gottes Willen. Ja, also von dem finde ich auch. Habt ihr den 7. Sinn oder den 8. Sinn, wo man sagt, naja, die Outdoor, wenn die Schwulen Outdoor grüßen, dann erkennt man, ob das einer von unserer Familie ist oder nicht? An den Blicken schon, wie, also wenn du irgendwo langläufst und dann drehst du dich um und der dreht sich auch um. Oder du drehst dich dann nochmal um und der dreht sich nochmal und dann weißt du schon, alles klar. Aber das ist ja schon die Wahrnehmung von Reaktion, dass du jemanden siehst, dass du denkst, auch wenn er sich nicht umdreht, dann gehört ich meine, gut, wenn er ein pinkes Höschen anhat und ein T-Shirt trägt, dann... ohne Signale wird es nicht funktionieren, glaube ich. Aber ich meine, das ist halt natürlich auch der unperfekteste Dress zum Cruisen gehen in der Nacht, sich ein pinkes Teil anzuziehen. Also da erkennt dich natürlich jeder. Vielleicht auch Absicht. Oder so, ja, das gibt es natürlich auch. Also es gibt dann auch die Situation, wenn der gleiche Typ dann zum 7. Mal an der Bank vorbeikommt, könnte man auch Verdacht schöpfen. Ja. Also ich hatte das mal, ich hatte mal eine ganz lustige Geschichte mit einem, wir standen da zu zweit, haben eine geraucht, ein bisschen unterhalten, ich kannte denjenigen schon und dann kam natürlich ein junger Kerl, sage ich jetzt, der etwas jünger war wie wir, hatte so ein Täschchen und dann habe ich so gesagt zu ihm, so als Spaß, was hat er denn in seinem Täschchen da drin? Also der hatte so eine richtige, so ein bisschen, so eine Frauentasche, ja. Es ist jetzt nicht abwertend gegenüber Menschen, aber es ist halt einfach so, du denkst dir dann so, was macht der mit seinem Täschchen hier beim Cruisen? Das ist doch völligst unpraktisch, ja. Aber der kam vom Club, ja. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und deswegen, ah ja, okay, alles klar. Es gibt auch viele Leute, die dann eben zum Cruisen gehen, weil sie gerade vom Club rauskommen, sind besoffen und die denken sich, boah, ich habe jetzt Bock zu ficken. Okay, geh mal in den Park. Gibt's auch. Die sind rotzbesoffen, kommen da angelaufen und denkst dir so, okay, ich war noch da und da. Das ist alles so, sind so Erfahrungen. Also meine Lieblingsstory war, in dem kleinen Studentenstädtchen, in dem ich war, gab es auch so wirklich so einen Minipark, der hätte hier in den Raum gepasst und kam auf die Mittagspause heim und sehe schon so ein Kerlchen im Muskelshirt mit Sonnenbrille am, mild bewölkten Tag rumstehen, so, hier, ich Türsteher vorm Park, so, okay, kurz mein Zeug verräumt, mich in den Park reingesetzt und dann kam eben das, dass er so gefühlt 15 Mal um diese Bank rumgekreist ist, bis er dann endlich neben mir saß und da habe ich mich schon zu ihm rübergedreht und gemeint, und, gehen wir jetzt hoch? Ja, ist doch super. Aber das war echt lustig. Ich hab auch so ein Erlebnis gehabt, dieses Jahr, weil es hat ja viel geregnet, ich hatte mal richtig geilen Sex im Punkt, Punkt, Punkt. Im Sommerregen. Es war unfassbar geil. Zivile Hose und Pilz. Es war mega. Es war echt geil. Es war heiß und dann kam das Gewitter und wir haben da einfach in dem Regen weitergefickt und es war echt geil. Es war super cool und das sind so Sachen, an die werde ich mich wahrscheinlich noch in 10 Jahren erinnern. So schön die ganzen Anekdoten sind. Mir ist gerade noch ein Punkt aufgefallen. Du hast jetzt gerade einen Ort nicht benannt. Andere Orte hatten wir schon benannt. Und den hattest du deswegen, also der Ort, an dem du warst, Punkt, 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 weil du nicht willst, dass dieser Ort verbrannt wird im Sinne von, dass er bekannt wird und dort dann auch irgendwann die Polizei aufschlägt? Ja, also ich und finde, also so gewisse Orte gibt es, die sind halt, was heißt Geheimorte nicht, aber da sind schon auch viele Leute, aber ich finde, man muss es nicht so viele Sachen nicht publik machen, um dann noch mehr Aufmerksamkeit da, einfach dass es nicht kippt irgendwann und auch um dann nicht, noch, Punkt nicht mehr funktioniert. Ja, das, oder dass dann noch in so einem kleinen Park dann noch irgendwie 50 Leute mehr aufschlagen, dann wird das halt einfach eine zu offensichtliche Sache, ja. Wobei das in dem Punkt-Punkt-Punkt-Park schon auch der Fall ist. Also weil, weil der Punkt, auf den ich doch hinaus will, ist, irgendwie scheint das ja irgendwie, viele Leute scheinen das ja zu tun. Es ist ja an sich, es ist nicht verboten, es schadet keinem, und gibt es schon immer und trotzdem macht die Polizei Kontrollen. Ja? Und das macht sie natürlich deswegen, weil es natürlich doch irgendwie Leuten schadet. Nämlich wenn man sich, wenn da natürlich eine Sauerei hinterlassen wird, wenn da Kondome liegen oder Handtücher oder Papiertücher oder alles Mögliche, ne? Dann fällt das natürlich am nächsten Tag auf. Wäre das alles weggeräumt worden, hätte nie jemand erfahren, dass das passiert ist. Ja. Und man könnte das auch 2000 Jahre lang so machen. Da könnte man ja schon darauf hinweisen, und das, da zitiere ich jetzt euch, Moment, mit eurem wunderschönen Slogan, lebt eure sexuelle Verlangen frei und lustvoll aus, aber räumt auf danach. Definitiv, ja. Damit das Ganze noch über ein halbes Jahr hält.
Ja, klar, wenn da jeder kommt, auch ich habe auch schon da in dem Punkt-Punkt-Punkt-Park Sachen erlebt, die lassen sich da auch fisten, ja, okay. Risky, frisky, ja, warum nicht, ja, also ich würde es nicht machen lassen, aber dann ist natürlich auch so, da muss ich auch nicht meine Handschuhe da irgendwo liegen lassen und solche Geschichten, ja, also das ist dann, gebe ich dir auch vollkommen recht, oder das ist auch unser Anliegen, ja, dass eben dann auch das Zeug dann, es gibt ja auch dann in solchen Parks, sage ich jetzt mal, genügend Mülleimer, wenn es irgendwo outdoor am Ende der Welt ist, in der Pupplinger Au zum Beispiel, dann nimmt bitte euer Zeug wieder mit. Ja. Also, aber auch da würde ich jetzt auch gar keinen Unterschied machen zwischen eben Cruisen oder an der Isar grillen. Ja, weil, ich meine, genau, nimm halt einfach deinen Scheiß wieder, ja, mit, egal was du da machst und egal was du da hast. Ich meine, heutzutage finde ich, ist es nicht so schwer, da ein bisschen drauf aufzupassen. Es ist mal ein bisschen Rücksichtnahme allen anderen gegenüber und natürlich auch der Natur gegenüber. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es an manchen Orten eine gewisse polizeiliche Kontrolle gibt. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Warum das so ist, kann man Mutmaßungen anstellen, wir werden es nicht wissen. Was es aber auch gibt, und das ist mir aufgefallen die letzten 2 Jahre, ist ein radikaler Grünrückschnitt. Mhm. Wenn ich in das ehemalige Lederwäldchen decken, kurz vor der Brücke auf der linken Seite, da waren da vorher meterhohe Büsche, mhm, die sind komplett weg. Wenn ich an den Park, im Nussbaumpark denke, der ist ja, gibt es den eigentlich noch, und es stehen mittlerweile auch Taschenlampen, da mehr Laternen drin, wo du echt denkst, auf der einen Seite wird von einer Überbelichtung der Natur geredet und da stellen sie mitten nachts große Lampen rein. Okay, da haben wir sich auch Gedanken zu machen. Aber auch im englischen Garten, diese Pumpenpark habe ich noch nicht festgestellt, aber woanders habe ich festgestellt, findet eine Entfernung von dem Unterholz massiv statt. An der Isar ist das auch so? Genau, ja. Das stimmt, da hast du recht. Zu der Isar habe ich dann nachher noch ganz kurz was. Da ist die Frage, wisst ihr, warum das so ist? Hat das Kostengründe, damit sie wegen der Gärtner bezahlen müssen? Oder hat es diesen, also mir fährt vor allem mal diesen Hotspots auf, mhm, an anderen Orten weniger deutlich? Also man könnte das schon ist das von der Stadt München? Naja, das, ja, also wie gesagt, wenn es natürlich im Stadtgebiet ist, dann klar, dann kommt es von der Stadt. Ich meine, wie gesagt, es ist eine Mutmaßung, aber es liegt grundsätzlich schon nahe, dass man irgendetwas zumindest damit bewirken möchte. Ja. Ob es jetzt da ums Cruisen speziell geht oder eben vielleicht tatsächlich auch um Drogenverkauf oder was auch immer, das weiß kann man ja genauso auch gar sein. Nicht so, ja. Aber dadurch, wenn ich das natürlich alles ein bisschen beleuchteter mache und eben diese dunklen Ecken halt so ein bisschen reduziere, dann nehme ich natürlich diese Möglichkeiten. Im Endeffekt verlagert sich es ja dann nur irgendwo anders hin. Aber ja, man könnte mutmaßen, dass das schon damit zusammenhängt, dass man es da halt dann nicht haben möchte. Eine Frage noch, und dann darfst du. Habt ihr schon mal in deinem schwulen Cruising-Gebiet Hitten gesehen? Ja. Da kam sofort ein Ja. Ja. Ich nehme mich vor allem. Ich habe mich verirrt, ja, und dachte, oh Gott, was ist im englischen Garten, ich war da, glaube ich, ich habe um mich herum 20, 30 Hitten gebüschgevögelt. Mhm. Und ich war gefühlt der einzige Schwule. Ja, da wo alle sind. Also, okay. Das war krass. Also oftmals gibt es ja auch beide. Ich habe also mich diskriminiert, mein eigenes Volk gefühlt. Nein, aber das ist ja, also je nachdem, aber es gibt ja schon auch Cruising-Orte, wo es einfach generell beides gibt. Und dann muss man halt wissen, ob ich jetzt da nach links oder nach rechts gehen muss. Je nachdem, was ich halt suche. Ja. Das, also, wenn du dich verirrst, weißt du, beim nächsten Mal, da gehe ich auf keinen Fall wieder hin. Hier ist die rosa Linie, mein Freund. Also die meisten Typen hätte ich ja genommen, aber das wäre. Ja, ich wollte da jetzt nicht stören. Freu mal rüber. Ja, bist du, also ein Kumpel von mir hatte das natürlich an der Pupplinger Au, sage ich jetzt einfach so, der ist natürlich in die falsche Seite gelaufen und hat sich gedacht, boah, was sind denn hier für geile Typen, bis er dann irgendwann geschnallt hat, scheiße, das ist die Hiddenseite. War dann natürlich ein bisschen. Das war nicht gut informiert. Ja, oder halt einfach, du läufst halt einmal da lang und dann weißt du, okay, da laufe ich nicht nochmal lang. Weil ich da einfach falsch bin. Am falschen Loch sozusagen. Der gute Jäger. Jetzt überzeugen lassen. Ich wollte was sagen, was mir aufgefallen ist. Es gibt also über Flaucher Gay Island Cruising, ist mir selbst aufgefallen, was ich für mich selbst unangenehm fand, weil es gibt ja auf Gay Island immer mehr und mehr Hetero-Pärchen oder auch Kinder, die da rumhüpfen, die dann eben im Cruising-Wäldchen, wo dann eben dir Kinder entgegen langlaufen,
ja, wo dann die alten Männer und auch die jungen Männer dann hier ne, so rumlaufen und dann kommen da kleine Mädels angelaufen und das finde ich halt ein bisschen, ja, ich weiß, dass es das, dass der Platz schon immer da war, aber durch Corona eben jetzt noch mehr sich das eben verschiebt mit dem, mit den Menschen, die da aufschlagen und das, also ich gehe da nicht mehr cruisen, weil ich das einfach ein bisschen zu krass finde, ja, wenn da Kinder mit rumhüpfen, muss ich das nicht unbedingt machen. Also soll jetzt nicht ein Aufruf sein, dass es niemand mehr machen soll, aber einfach vielleicht, wenn da irgendwie Kinder laufen, sollte man vielleicht sich ein bisschen aufmerksam und verantwortungsvoll. Das war ein Aufruf, dass wir hinten noch nicht mehr hingehen. So habe ich es verstanden. Ja, das war auch genau. Schön. Weil da, ich finde, das ist schon so ein bisschen auch, ich liebe das Gay Island und ich bin da sehr gerne am Isarspitz auch nackt nur zu finden. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das alles so sich verschoben hat und dass da auch viele das dann nicht schallen wollen, dass eigentlich das schon immer den Schwulen gehört hat. Ist natürlich nicht irgendwie unser Recht, jetzt diesen Platz zu beschlagnahmen. Aber durch das, dass eben der Traffic da so hoch geworden ist, sollte eben sich jeder bewusst sein, dass da auch Kinder sind und da eben dann auch ein bisschen Acht drauf Acht zu nehmen, weil da ist dann ganz schnell die Polizei da und da ist dann ganz schnell in der Zeitung Bericht, Negativbericht über. Dann heißt es, alle Schwulen würden das dann, und das finde ich, sollten wir, da aber sollten wir einfach definitiv aufpassen. Und ich finde, ja, dann, wenn das halt da dann nicht mehr geht, aus welchem Grund auch immer, dann eben, dann muss ich mich halt dann dementsprechend auch drauf einstellen. Das finde ich, ist noch ein wichtiger Punkt, das ist noch ein. Und es gibt aber tatsächlich, also ich meine, das ist ein gefährliches Halbwissen, weil ich es nur entfernt im Hinterkopf noch habe, aber es gibt irgendwo im Ausland, ich weiß, ich meine sogar, es war auch Dänemark oder es war Niederlande, ja, irgendwas, Niederlande, einfach dann im Cruising-Bereich, der offiziell auch so benannt ist und ist auch, also wie so ein FKK-Bereich, ne, wo es einfach dann, ich weiß gar nicht, ob es da Schilder gibt, aber es gibt, es ist offiziell einfach so tituliert, ja, und dann weiß jeder grundsätzlich, was er da zu erwarten hat, ja, und das ist natürlich auch ein Weg, wie man darauf reagieren kann. Wäre natürlich schön, wenn man da vielleicht auch mal den Gedanken bei der Stadt anstoßen könnte, da ein offenes Bekenntnis zu der ganzen Schwulenfreundlichkeit, die sie sonst auch propagieren zu machen und zu sagen, ja, auch das gehört mit zu der Kultur dazu. Das ist nicht, ich meine, das Gay Island gibt es ja schon immer, ja. Ich meine, das ist ja. Es steht sogar in Google, also. Ja, es steht in Google und deswegen finde ich, klar, ist natürlich schwierig, ja, wenn deine Familie aufschlägt mit ihren Kindern, du sitzt da nackt, ja, mit deiner Musik und denkst dir so, hm, passt jetzt halt nicht ganz so gut da, aber ich meine, du wirst jetzt nicht hingehen und sagen, was machen sie denn da? Bitte gehen sie wieder, ja. Aber es ist halt dann schon immer so ein bisschen manchmal schwierig, ja. Es gab da kürzlich mal die Idee, einfach diese Kiesbänke abzugraben, damit die das Wasser durchlaufen müssen. Das schreckt schon mal viel ab. Das ist mal einfach mal an ich Bad, glaube, man darf nehmen. An der Isar ja nichts verändern, aber wenn da ein Grüppchen Doggies das Graben anfängt, vielleicht? Die sind ja verspielt. Also ich kenne das zum Beispiel aus Kroatien, wo ich sehr gerne Urlaub mache. Das kenne ich auch. Da gibt es ja auch durchaus sehr viele FKK-Strände und da, also automatisch natürlich dann auch immer Cruising eigentlich und auch natürlich viel Gay-Cruising. Und da ist es schon so, dass das ja dann auch gerne mal dort auch beschrieben wird und dann steht es halt da auch am Felsen und auch gerne mit Pfeilen, in welche Richtung man jetzt zu gehen hat und eben wo gay und wo hetero ist. Und also ne, dann... Da weiß jeder Bescheid. Da habe ich auch noch was dazu, weil ich weiß, welchen Strand du meinst. Das ist in Rovin, oder? Ja, aber es habe ich, ja. Da habe ich meine Kindheit mit meinen Eltern im FKK-Urlaub verbracht. Ein paar hundert Meter weiter ist eben dieser Hetensex-Strand. Ja? Ich weiß nicht, ob es den in den 80ern schon gegeben hat. Ich hoffe nicht. Und danach kommt der Schwulenstrand. Und ich bin dahin, also... Da war ich schon älter, ja, das war vor 6 Jahren und ich bin fast aus den Latschen gekippt, weil die heterosexuellen Menschen sich das ganz schön, da sind die ganz schön abgegangen. Da habe ich mir gedacht, Alter, leck mich einmal. Also da war ich echt so, wow, wir gehen in die Büsche, die wollen, dass da jeder zuschaut. Ja. Fand ich schon ganz schön krass. Ich meine, feel free, jeder so, wie er es braucht. Aber ich war da schon so am Anfang so ein bisschen, da habe ich mir gedacht, oh, meine Kindheit, ja, also so, das ist schon ganz schön heftig. Das, Gran Canaria in den Dünen ist mir das auch mal so gegangen, wo ich dachte, huch, die Szene kenne ich sonst anders, aber ähnlich unübersichtlich. Wenn, ja, wenn euch ein Zuschauer von uns fragen würde, was er packen muss, um zum Cruising zu gehen, was würdet ihr empfehlen? Also als SRG müssen wir natürlich grundsätzlich erstmal auf die verschiedenen Schutzmöglichkeiten hinweisen. Also eben entweder sollte man sich hier Kondom ausstatten, wenn man PrEP
benutzt oder eben auch Therapieausschuss, dann ist das natürlich auch eine Option. Ich finde ansonsten ist immer gut, auch, ja, weiß ich nicht, eben auch was für die Hygiene dabei zu haben, grundsätzlich. Eine kleine Packung Feuchttücher oder so hat sich das schon ja, grundsätzlich. Und Toilettenpapier, einen Rucksack definitiv, am besten noch in Schwarz, ja. Eine Gürteltasche vielleicht, die man dann hier rumhängen hat, wo man sich quasi dann seine Sachen, Poppers, Gleitgel, was man am schnellsten so braucht. Ja, so habe ich es immer. Geht, Zigaretten oder je nachdem, diese ganzen Geschichten, genau. Und so mein Dresscode ist eigentlich immer schwarz. So schwarz wie möglich und so bequem wie möglich. Und vielleicht nicht irgendwie die neuesten, coolsten Sachen anzuziehen, weil die landen meistens eh im Dreck. Deswegen ist schwarz eigentlich fast immer am besten. Gut ist auch, keine Unterhosen so anzuziehen. Geldbeutel zu Hause lässt. Sowas braucht kein Mensch. Leicht zugänglich. Keine Unterhosen oder gleich irgendwie in so einer kurzen Radlerhose oder so Sportswear, was eben, wenn man auf Lycra steht zum Beispiel, solche Geschichten, dass man eben das so schnell wie möglich ausziehen kann. Oder am besten, wo es noch durch die Schuhe, wie es noch über die Turnschuhe drüber geht, weil ich habe keine Lust, irgendwie in barfuß im Schlamm rumzulaufen. Gute Turnschuhe, wo du nicht ausrutscht im Schlamm, das gibt es auch, also ist mir auch schon passiert, wo du dann ausrutscht und so einen Batzen da an den Schuhen hast. Keine weißen Turnschuhe, weil die sind danach schwarz. Also solche Sachen halt einfach, man kann natürlich auch weiße anziehen, die sind halt danach schwarz, je nachdem, wie man das halt braucht. Also für die Fischen, es gibt ja, für die Fischisten, es gibt ja ein Lederwärtchen, das wirst du kennen, oder du zumindest. Ist heutzutage nicht mehr so viel los wie vor ein paar Jahren noch. Aber da laufen die echt in langen Litzleder rum oder auch in Vollwapper. Und, ja, meistens an sehr warmen Sommertagen, meistens nur am Samstag oder irgendwie sowas. Das kann da hinten auch sehr lustig werden. Aber es ist dann weniger auf Penetration ausgelegt. Also, da geht es dann mehr so um Fetischrichtungen. Ja, Stiefel lecken, diese Richtung. Aber es hat sehr abgehunden, seitdem das was abkreuzt worden ist. Leider, ich finde das dann mal also in dem gewissen Park, wo ich dann immer zugange bin, da ist immer Mittwochs der Tag, wo man hingehen sollte. Gibt es da einen Thementag? Ja. Mhm. Mittwoch. Das ist der Mittwoch. Von Thesen. Unter der Woche ist das gleich, oder? Das Mittwoch, stimmt, das ist Mittwoch, aber es regnet. 10 geht der Bus. Ich glaube, es regnet aber. Scheiße. Haben wir noch Anekdoten oder... Ja, eine noch als Anstoß, und da kannst du überlegen, was ein. Ich war einmal in, weiß auch nicht, da habe ich mich zu Hause schon so ein bisschen betrunken und bin dann irgendwie geil geworden und habe gedacht, jetzt gehe ich in den Englischen Garten. Es war knöchelhoch Schnee, habe mir dann Glühwein eingefüllt oder irgendwie sowas und da ging was. Im Schnee? Im Schnee. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe dann eine halbe Stunde gewartet oder irgendwie sowas, da waren so 3-4 Leutchen und da hast du großartig gar nicht gucken müssen. Bei allen sofort klar, wenn nachts um 2 Uhr im Schnee im Englischen Garten steht, der ist halt entweder verrückt oder um 6. Oder beides. Oder wenn wir einen Glühwein kaufen. Und das war so geil. Wir waren zu dritt und alle waren nackt und du hast den Schnee eigentlich gar nicht gemerkt. Das war so geil. Ja, die Geilheit tut manchmal. Ja, das war echt gut. Ja. Ich finde, die SAG sollte da mal mit der Glühwein verkaufen gehen. Das macht es schwer. Gummis, also ich kann noch eine geile Anekdote, das fand ich sehr geil. Ich habe in dem gewissen Park jemanden auf der Tischtennisplatte ins Loch gepisst. Das fand ich sehr geil. Das war warm. Echt cool. Da beneide ich dich fast jetzt. Aber das hat sich spontan, das war echt cool. Also es war, und du hattest natürlich irgendwie 1000 Menschen rumstehen. Und musste es nicht unbedingt haben. Ich habe mich aber da so ein bisschen, habe das gar nicht so realisiert. Aber das war sehr geil, fand ich cool. Tischtennisplatten sind beim Cruising auch sehr wichtig, sind immer sehr begehrt. Eine angenehme Höhe, ne? Ja, definitiv. Absolut. Und die sind auch im Sommer sehr warm, weil da die Sonne den ganzen Tag drauf geschienen hat. Fleisch vom heißen Stand. Da sollte man natürlich dann auch darauf achten, dass man die Tischtennisplatten wieder sauber macht. Ja, ansonsten, also wie vorhin schon erwähnt, ne? Also generell um den sexuellen Schutz sich kümmern, auf welche Art und Weise auch immer und natürlich auch ja, Rücksichtnahme. Ich glaube, das ist einfach so ein prägnantes Wort, ne? Auch in allen Richtungen. Rücksicht auf alle anderen, die dort sind zum Cruisen, genau. Wie auch auf alle anderen, die da vielleicht mal irgendwann später sind, wenn es gerade nicht ums Cruisen geht. Genau, und vergesst nicht, es gibt auch noch andere Krankheiten, Syphilis, Tripper, Chlamydien, die kann man sich da auch holen.
auch wenn man bläst und wenn man küsst, kann man sich solche Sachen holen. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Das genau. Ist auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Also zu Syphilis kannst du dir auch durch ja, zwischen diesen Themen, also, bei HIV halt, sprechen ja alle. Also alle 3 Monate zum Testen gehen. Genau. So, das wäre ideal. Das ist definitiv. Und dann halt das ganze, die ganze Palette mal durchtesten. Genau, und wenn ihr irgendwie, ich meine, gut, okay, wenn ihr positiv auf irgendwelche Krankheiten auch immer getestet worden seid, könnt ihr das natürlich nicht den Leuten kommunizieren, die da im Park waren, weil ihr kennt sie vielleicht nicht. Aushalten. Aber wenn ihr sie kennt, sagt es den Leuten weiter, weil dann können die nämlich auch zum Arzt gehen. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass wenn man mit jemandem Sex gehabt hat, ungeschützt und sich Syphilis, Tripper etc. geholt hat, dass man eben dann auch so fair ist und sagt, hey, eine kurze WhatsApp, du, ich bin positiv auf das und das getestet worden, geh doch vielleicht auch mal zum Arzt und lass dich checken. In meisten Fällen sind die Rückmeldungen positiv. Also ja. Man kriegt als Feedback, vielen Dank, dass du es gesagt hast, dann kümmere ich mich auch drum, mal nachzuschauen. Ja. Es ist selten, dass sich jemand darüber aufregt und dann den Kontakt abbricht. Das kommt eher so, vielen Dank, dann gehe ich auch mal nachschauen. Ja, aber das sollte man eben nicht vergessen, das finde ich auch echt wichtig, dass es dann, weil das kommt ja auch wie ein Ping-Pong-Ball zurück, ja, also der steckt den wieder an, der steckt den wieder an und dann bin ich vielleicht schon therapiert, aber der steckt mich dann wieder an. Da gibt es einen total geilen Chanson, den ich mal irgendwann im GOP gehört habe. Wenn ihr wisst, wie dieses Lied heißt, postet mir bitte unter die Kommentare, wie das Ding heißt. Ich will das wissen, ich finde es nicht mehr. Das Souvenir war das irgendwie. Das von einem zum anderen, von ihm zu ihr und ihm zu ihm. Das war total geil, das Lied. Okay. Wunderbar, dann haben wir jetzt auch eine Aufgabe für die Zuhörer. Genau. Du bist mir jetzt gerade so wunderschön in meine Abmoderation reinparadiert. Jetzt kannst du das ja übernehmen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Viel Spaß beim Anschauen der wunderschönen Ausstellung, sobald sie im Sub ist, oder beim vielleicht mal Ausprobieren draußen in den Parks und Gärten. Ja. Danke an unsere lieben Gäste. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Rede und Antwort. Wir sagen auch danke, es war uns eine Ehre. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder hört rein. Genau, und vergesst nicht die Ausstellung. Am so und so viel Oktober. Wir schreiben es doch mal hier drunter. Genau. Ciao. 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 Ciao.